Wenn man hier mit Instagram Geld verdienen will, dann möchte man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen als ich habe Durst. Oh. Tessa, oh was haben wir? Wendler, kurz. Serkan und Carina. Ripke Gate. Natalie Volk oder auch Miranda Grande. Bachelor 2021. Love Island hatten wir ja schon letzte Woche angedeutet. Und Georgina mal kurz. Mal kurz? Naja. Und zu guter Letzt, Tessa, eine kleine Randinfo zu Til Schweiger, der alte Lümmel. Cheers! Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zu unserer Folge 41. Und wie wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, findet donnerstags die reguläre Folge nur noch mit Breaking Trash statt. Oh, ich habe keine Melodie. Breaking Trash, Breaking Trash. The Wenger Bus is coming and everybody's jumping. New York to San Francisco. Vielleicht können wir mal anfangen, geile Songs hier zu benutzen. Ich weiß, aber wenn ich direkt nur an Melodien denke, bin ich voll in meiner 90s-Playlist. Wäre ich, glaube ich, auch. Fangen wir an, Thema Wendler. Es nimmt ja seit Donnerstag nicht wirklich einen Abriss. Tagtäglich tauchen Chats auf, Sprachnachrichten, Stories, Telegram-Infos, wie der Stand der Follower ist. Ich muss ja sagen, ich war letzte Woche etwas raus. Ihr habt es in der Insta-Story gesehen. Ich hatte ja einfach keinen Empfang im Fischerdorf. Eigentlich kannst du froh sein. Ihr habt mich auf jeden Fall schon gut unterhalten und ich denke, unsere Community auch. Was ist denn jetzt hier so der Stand der Dinge? Falls, mal ganz kurzer Abriss, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, der Wendler, den haben wir jetzt verloren. Er ist jetzt in die Schwurbler gegangen, Corona-Pandemie, sinnlos, Maskenpflicht. Das ist schlecht für die Blutgaswerte und es gibt ihn jetzt nur noch bei Telegram, weil alles andere ist zensiert. Bei Telegram, möchte ich gleich mal sagen, werden aber auch nur YouTube-Videos gepostet. Also kompletter Humbug. Und auch ja. Nur wer bei Telegram ist, wird nächstes Jahr noch Deutschland erleben, weil alle anderen Deutschland geht nächstes Jahr unter. Wer da ein bisschen mehr noch erfahren will, der kann ja gerne mal das Video von Martin und mir angucken, von letzter Woche Freitag. Da haben wir das nochmal ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Mittlerweile hat sich Laura gemeldet. Hallo ihr Lieben, natürlich werde ich mich nicht von Michael trennen. Ich liebe Michael. Was wäre ich für eine Ehefrau, die ihn jetzt im Stich lassen würde? Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz. Ich bin neutral und unpolitisch. Das wollte ich euch nur mitteilen. Fühlt euch von mir gedrückt. Oh, sinnlos. Und sie würde, es ist doch wohl klar, dass sie sich niemals von ihrem Ehemann trennen würde. Denn es heißt ja auch in guten wie in schlechten Zeiten. Und da steht sie ihm jetzt bei. Das hat sie ganz klar und deutlich gesagt, wie das halt möglich ist. Wer die Details dazu nochmal angucken möchte, also Lauras Story findet ihr auf TikTok, hat Martin nochmal zusammengerafft. Dann haben wir aber auch ein Highlight auf unserem Profil, wo Tessa nochmal eindrücklich klar macht, was sie vom Wendler-Thema hält und was er auch da so von sich gegeben hat. Dann ja, kommen wir zu den Fake-Chats. Finch Asozial hatte ja früher schon mal Fake-Chats veröffentlicht mit Laura. Dann kam jetzt noch einer dazu von, also so einem absoluten No-Name. Aber der Typ ist auch einfach nur dumm, weil er jetzt so tut, als würde der Wendler ihm Sprachnachrichten schicken und nimmt Teile aus der Telegram-Sprachnachricht, wo er sagt, wir machen den Fight öffentlich, dann schick doch deinen Anwalt, das ist ja total bescheuert. Also damit ist es jetzt debunked, was er da versucht, der Welt klar zu machen, es ist fake. Dieser Fake-Chat wurde auch von sämtlichen anderen No-Name-Profilen meiner Meinung nach veröffentlicht, dann natürlich mit dem No-Name-Profil-Namen von dem No-Name. Habe ich jetzt eigentlich auch No-Name gesagt? Alles klar. Auf jeden Fall Fakes, 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 denn wir wissen, Laura ist wie die Schweiz und sie hält immer zum Micha. Adeline geht's übrigens gut. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Sie, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die hat uns blockiert. Ich habe ja gedacht, ihr Profil ist weg. Die Frau hat uns blockiert. Also für mich. Warum? Kam das etwa noch von deiner Story damals? Findet ihr auch in den Highlights, wo du die Trinkpause von ihr nachgestellt hast?
Ja, Entschuldigung, aber wenn man hier mit Instagram Geld verdienen will, dann möchte man sich ein bisschen mehr ins Zeug legen als ich habe Durst. Oh. Also sorry, da kann man auch zu mir kommen, wenn man sowas haben will. Also ich denke, der Wendler wird in einem halben Jahr, gibt es ein Exklusivinterview, wo dann gesagt wird, ja, ich war da irgendwie, ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, ich weiß nicht, was passiert ist, ich habe mich da irgendwo mit reinziehen lassen, bitte Leute, verzeiht mir, ich denke mal, sowas wird auf jeden Fall kommen. Glaube ich auch. Und er ist leider Gottes, glaube ich, zu dämlich, dass man ihm das weiter vorhalten könnte. Also weißt du, wenn ein Statement käme, ich kann mir vorstellen, dass er auch sich davon wieder erholt, von dieser ganzen Sache. Weil die Leute sagen, ach Mensch, das ist der Micha, Mensch, ach. Ja, na klar. Aber trotzdem war ich so erschrocken, weil der Wendler in den TV-Now-Formaten, in Interviews etc. pp. War er ja wirklich so darauf bedacht, dass die Menschen ihn lieben, dass er allen Leuten gefällt. Wie möchte RTL das haben? Ne? Alles. Selbst wir jetzt haben gesagt, der wird sympathisch. Ja, genau. Und darauf, also ich hätte nie gedacht, dass Wendler auf sowas scheißt. Die TV-Show war nächstes Jahr geplant. Ihr hattet das alles schon aufgedröselt, Martin und du. Die Live-Hochzeit etc. Nee, ich sage jetzt, heute ist ja mein Wort etc. pp. Die Live-Hochzeit und Ähnliches, dass er da so einen Fick drauf gibt, sorry für meine Wortwahl, da will ich nicht wissen, was der Hildmann alles mit dem gemacht hat, ganz ehrlich. Nee. Wir vertruseln uns hier aber, weil das nämlich dein Herzensthema ist. Ich habe es auch schon gesagt, wir müssen jetzt hier weitermachen. Kommen wir zum Ripke-Gate. Paul Ripke. Tessa, hast du es mitbekommen? Ich habe es nur mitbekommen, weil du es gesagt hast und da bin ich froh drüber. Deshalb möchte ich, dass der Tigesbild wird. Mach es! Paul Ripke, bekannt als der Promi-Fotograf, sage ich mal, ist bekannt geworden durch seinen Buddy Materia, mit dem er dann immer auf Tour war, die Videos geschnitten hat oder Ähnliches. Dann war er bei der Formel 1. Die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien hat er auch begleitet und hat zusätzlich einen Podcast mit Joko Winterscheid. Ich muss sagen, mir war Paul Ripke eigentlich bisher immer sympathisch. Paul Ripke tatsächlich noch nie. Klar ist er ein kleiner Selbstdarsteller, aber er hatte ja in seinem Podcast, und das müsst ihr jetzt wissen, sogar so eine Kategorie Ripke to Success. Also wenn ihr Hilfe braucht oder irgendwas, ruft einfach an. Vielleicht manchmal, mir hat auch mal immer so eine Meinung von außen geholfen. Dann quatscht mal, wenn ihr irgendwie ein Business aufziehen wollt. Bla, bla, bla. Ich bin für euch da. Lol. Also, die Josi hatte Anfang des Jahres, März, April rum, war sie in der Heimat, hat ein paar lustige Videos gemacht. Es wurde eine Leiter am Trecker befestigt, seitlich, darum ein Seil gewickelt und dann war man Wakeboarden auf so einem kleinen Fluss. Auf so einem Dorffluss, wie man es halt kennt. Die liebe Debbie Easy ist darauf aufmerksam geworden und hat gefragt, hey du, dein Video, voll geil, dürfte ich, Paul Ripke hat gerade einen Creator-Contest mit der Marke Paris. Ich will das da einschicken. Josi hat aber sehr kurze Zeit später direkt gesagt, du, das will ich nicht. Bitte schreibt da Paul Ripke oder wen auch immer an, zieh das Video zurück, das soll da nicht hinkommen, ich möchte da nicht mitmachen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ein paar Wochen später, sie hat natürlich den Contest weiter verfolgt, sagt Paul Ripke, und welches Bewerbungsvideo mir ist super gefallen hat, war dieses hier. Und man sieht den Ausschnitt aus Josis Video, Trecker, Leiter, Verbindung, Fluss, fun. Und Josi denkt sich, willst du mich eigentlich verarschen? Debbie hat nämlich gesagt, okay, dann nicht. Und dann ist das Video da. Nicht mit Josi. Josi hatte dann versucht, Paul Ripke anzuschreiben. Gesagt, ey, du als Fotograf, du kennst dich doch mit Urheberrechtsverletzungen aus. Das ist meine Kunst. Ba, 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 komm bitte, dann gib mir wenigstens irgendwas. Oder ne? Paul Ripkes Antwort war einfach nur, also das sind meine Anwälte, aber bausch das doch jetzt nicht so auf. Such dir doch was in meinem Paris-Shop aus. Surferklamotten oder. Ich bin maßlos enttäuscht von Paul Ripke. Ripke to Success, das Telefon, da würde ich aber gerne mal anrufen, denn so gehst du nicht gehst du einfach nicht damit um. Er wäre der Erste, der so das Maul aufreißen würde, natürlich auch gerechtfertigt,
weil es ist eine Urheberrechtsverletzung. Sie veröffentlicht das Video jetzt ein halbes Jahr später, gibt die Story bekannt, weil sie natürlich immer noch dass die Sache geklärt haben möchte. Und natürlich gehst du da an die Öffentlichkeit und Paul Ripke schreibt darunter Kunst, Anführungsstriche. Dieser Kommentar ist mittlerweile gelöscht. Aber wie kann man denn so eine Kommunikation in den Social-Media-Foren führen, wenn du als Paul Ripke sogar nur darüber bekannt bist? Da kannst du doch nicht noch unter dieses Video Kunst kommentieren. Dann egal, ob du es so meinst oder nicht, eine öffentliche Entschuldigung und fertig wäre gewesen. Und dann muss ich mir heute, ich höre leider den Podcast, hörst du dir dann wieder an, wie geil er ist, wo er in seinen 2 Wochen Deutschland hier war, wo er mit dem zu tun hatte, hier noch eine Story, hier noch ein Wein mit 30 Acker. Ja, du bist die geilste Sau des Planetens, aber auch die unsympathischste Sau nach Attila Hildmann, Xavier Naidoo etc. Bastian Jotta nicht zu vergessen. Das ist das Ripke-Gate. Kommen wir zu Serkan. Serkan ist my girl und Carina, weil Serkan ist jetzt nicht mehr Carinas Girl. Huch! Also Trash-Liebhaber sollten es ja jetzt mittlerweile schon wissen. Es ist jetzt schon eine Woche ungefähr her, glaube ich. Serkan und Carina sind nicht mehr zusammen. Alles hat damit angefangen, dass letzten Freitag von Serkis Profil alle Pärchenbilder gelöscht wurden. Da wurde ja schon gemunkelt. Das kann ja nicht sein. Die sind auf jeden Fall nicht mehr zusammen. Am Samstag kam dann der große Aufklärungspost. Danke für alles. Wir gehen jetzt erstmal getrennte Wege, schreibt Carina. Serkan postet exakt denselben Text, ohne erstmal. Ein bisschen schade ist es, weil stell dir die beiden nächstes Jahr im Sommerhaus vor. Das hätte aber geknallt. Die sollten ja dieses Jahr, wurde ja schon gemunkelt, dass sie dieses Jahr beim Sommerhaus teilnehmen. Aber genauso wurde ja, also habe ich zumindest mitbekommen, seit längerem schon gemunkelt, dass sie nicht mehr zusammen sind oder dass es nicht mehr so läuft. Und auch beim Promi-Boxen war das wohl alles nur Scharade. Ach Gott. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es super, dass sie nicht mehr zusammen sind. Denn Serkan hat sich einfach zum absoluten Unsympath für mich entwickelt. Und meiner Meinung nach war es durch Carina. Und vielleicht kommt er jetzt wieder back to natural hair, auch zu einer natural hair color und kommen wir wieder ein bisschen klar. Alles Gute für euch, bitte. Kommen wir zum nächsten Thema, Natalie Volk. Nee. Hä, was? Miranda, steht doch hier Grande. So drin bei uns. Ach so. Ja, erstmal kurz für alle. Ich wusste, also vom Namen her hat mir das nichts gesagt. Natalie Volk, bekannt aus Germany's Next Topmodel 2014, im Halbfinale gewesen. Wenn ihr die googelt, ihr werdet wissen, um wen es geht. Optisch wusste ich es gleich. Sie war auch im Dschungelcamp, habe ich komplett verpeilt, aber ja, war sie. Genau. Gibt es aber so nicht mehr. Neu erfunden. Und die Frau. Ganz wichtig, Natalie Volk ist mit Frank Otto verheiratet. Der, glaube ich, sogar noch älter als ihr Papa ist. Vielleicht auch schon fast der Großvater. Aus der Otto-Familie. Ne? Also hat sie sich einen reichen Mann geangelt. Dann haben wir Anfang des Jahres über Natalie auch schon mal berichtet in unseren ersten Folgen, als es hieß, sie hat eine Krebsdiagnose. Fakt ist, sie ist noch sehr jung, 23. Ja. Und nennt sich jetzt Miranda Grande. Miranda die Grande. Lena, bitte ein bisschen aufpassen. Miranda Di Grande soll ihr Künstlername sein. Künstlername für was auch immer. Ich habe mir ein Interview durchgelesen. Es geht nur darum, ja, das ist meine Bühnenfigur. Deswegen ist die Bühnenfigur auch so extrem stark geschminkt. Es hatte für mich fast was von einem Drag-Gesicht. Tut mir leid. Und da Drag-Gesichter, die können sich abnormal schminken. Können Tessa und ich noch einiges lernen. Wollen wir aber nicht. Jedenfalls... habe ich aber nicht verstanden. Ja, Bühne, ja, Künstlername, ja. Mit was? Für was? Was willst du auf der Bühne machen? Ich habe auch recherchiert. Ich dachte, das wird ja mal irgendwo aufgeschrieben. Nee, und dann steht da, seit 3 Jahren wäre das ihr Stage-Name. Auf welcher Stage? Wenn ihr wisst, auf welcher Stage Miranda Sings, Miranda die Grande zu finden ist, schreibt es bitte in die Kommentare rein, weil vielleicht würde ich mir das auch mal angucken. Gut, der Bachelor 2021. Wir wissen leider noch nicht, wer es ist. Bachelor 2021, Corona ist immer noch am Stissel, Leute. Ihr kriegt es mit, jedes Format muss ein wenig umdisponieren und auch der Bachelor.
Und deswegen wird der Bachelor in Deutschland gedreht. Uhu. Es gibt dann Dream Dates in Chemnitz. Es gibt ein Action Date in der Kulturinsel Einsiedeln. Oder, und ganz verrückt wird es dann, wenn es mal in einen Kletterwald geht. Oder wenn man einen Fallschirmsprung über ein Maisfeld machen. Geil. Das wird geil. Da freut man sich. Es wird einfach richtig nice, weil man die ganzen Ladies haben sich ja auch nie, die waren ja nie dort, um mal ein bisschen zu verreisen, um ein bisschen Sonne zu tanken und zu baden. Ladies, das gibt es nicht mehr. Es findet jetzt in Deutschland statt. Tut mir leid. Die Frage ist aber, wo kriege ich dann jetzt im Januar und Februar mein Summerfeeling her? Ich sehe keine Mädels mehr im Bikini. Haben die dann Skianzüge an? Was, wie, wo? Es wird schon trotzdem interessant werden. Also ich gucke es ja nicht wegen der Location, sondern wegen der Beefs. Und wenn es jetzt nicht mal Sonne getankt werden kann, dann ist man ja noch angepisster und vielleicht kracht es dann noch mehr. Gut, Tessa, nächstes Thema. Oder nee, Love Island. Ja, Love Island. Ich wollte sagen, weil du gefragt hast, wo kriege ich denn meine Summer-Vibes her? Wie wäre es denn mit der Love Island Frühlingsedition? Vielleicht kannst du da ein bisschen Summer-Feeling tanken. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Man munkelt, es kommt eher als gedacht. Gibt es eine Winter-Edition? Nein, es wird im Frühling schon die nächste Staffel geben. Trotzdem auch die im Herbst. 2 Staffeln! Und vor allen Dingen Frühlingsgefühle. Wenn du schon vom Bachelor enttäuscht wirst und da die jungen Mädels nicht angucken kannst mit ihren kleinen knappen Fransen-Bikinis, ja, da freue ich mich da umso mehr auf Love Island im Frühling. Nur dann die Frage, können sie es dann auch so handeln, wie sie es jetzt gemacht haben mit Quarantäne und dann Malle, Griechenland, was auch immer? Gut. Love Island kann ja wohl nicht auf dem Bauernhof gedreht werden. So. Till Schweiger. Wir hatten ihn ganz, ganz am Anfang mal, Folge 2 oder Folge 3, und seitdem ist er nie wieder aufgetaucht, weil er eigentlich weil er doch auch Schwurbler war. Ja, stimmt, huch. Das habe ich komplett vergessen. Mensch, also 2020 hat auch alle verschluckt, ne? Hoffentlich bleibst du mir hier noch erhalten. Oder ich, vielleicht bin ich auch bald dabei, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Till Schweiger, jetzt eine kleine Klage am Hals, denn die Drehbuchautorin von Kein Ohrhasen, 2 Ohrküken, Deutschlands geilste Filme, auf die man stolz sein kann, sagt, stopp, Produktionsfirma wird jetzt hier verklagt, ich habe zu wenig Geld bekommen. 50.000 Euro hat sie bekommen. Man muss sagen, Till Schweiger hat ihr Anfangsgehalt, was bei 17.500 Euro lag, schon auf 50.000 angehoben, weil er gemerkt hat, boah krass, der Film geht ja voll ab, dachte, der wird scheiße. Sie findet, dafür, dass es einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland ist, wird das wohl zu wenig sein und fordert jetzt vor Gericht, ich möchte die Zahlen sehen. Es soll wohl nicht so einfach sein, also generell bei so Kinofilmen rauszufinden, wie viel die jetzt eingespielt haben. Deshalb muss man das jetzt gerichtlich klären. Ich finde, es ist zu viel für keine Hasen. Scheiße. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film damals schon geliebt. Ich meine, was war das? Ja, guck mal, 2007, wie alt waren wir denn da? Ja. Natürlich haben wir das geil gefunden, aber sorry, Till Schweiger war da auch schon ein bisschen älter. Das ist einfach nur scheiße. Aber du sagst es schon, 2007, Alter, was kommt denn die jetzt über 10 Jahre später an und dann fällt dir ein, huch, Portemonnaie ist ein bisschen leer, ich werde alt, Rente nicht richtig vorgesorgt oder warum kommt man denn jetzt damit an? Es fällt einmal 10 Jahre später ein, oh Leute, stimmt, ich hatte ja hier keine Hasen. Der war recht erfolgreich, oder? Ist ja voll an mir vorbeigegangen. Was? Kommen wir zu dem Thema überhaupt. Georgina Fleur. Also wir sind heute Morgen aufgewacht. Eine nette Followerin, bitte schickt uns immer alles. Wir verlieren auch den Überblick über die ganzen Trash-TV-Stars und deren Stories. Wir wurden direkt darauf hingewiesen, Mädels, guckt euch die Story an. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Wir wurden nicht enttäuscht. Es ist jetzt endgültig. Georgina sagt, ich versuche zu schlafen. Es ist 4. Ich kann nicht mehr. Guckt mal meine Tränen, meine Augenringe. Also mal ganz kurz, wenn ich 2 Stunden heule, sehen meine Augen schlimmer aus als ihre. Es wurde sich ja die ganze Zeit so gefilmt. Also. Ich weiß. Man hat doch gesehen, ich dachte, sie verliert bei den Faden. Hat sie nicht, weil sie hat sich ja nur selber angeguckt, war so. Gut, okay, komm. Also, es ist jetzt endgültig los mit Kubi. Wir haben es ja alle schon mitbekommen. On, off, im Sommerhaus. Toxizität des Todes. Toxizität. Ach du Scheiße. Uiuiui. Jetzt ist es vorbei. Er habe sie richtig doll enttäuscht. Und es bleibt ja nicht bei Kubi. Ihre beste Freundin, die BFF, hat sie ja auch enttäuscht. Ey,
nicht nur enttäuscht, ihr habt mich enttäuscht, ihr habt mich belogen, ihr habt mich betrogen und verraten. Ihr habt mich verkauft und verraten. Boom. An wen denn verkauft? Du, Quatsch. Also, mit Kubi ist definitiv, es war ja ein Auf und Ab. Man hat es im Sommerhaus gesehen. Wir haben alle gemerkt, was für eine schlimme Beziehung das wohl ist. Wie toxisch, hast du ja gerade schon gesagt. Sie wurde geschlagen, krankenhausreif geschlagen, blaues Auge, gebrochene Nase. Sie hat ihn überall mit hingenommen, um ihm Fame zu machen, um ihm in seinem Business zu helfen. Sie hat ihm Geld gegeben, was weiß ich, wie viele tausend Euros. Und was macht er? Er postet ein Bild mit seiner Ex-Freundin. Und schreibt, wieder glücklich. Ich frage mich halt, wie ist das abgelaufen? So, tschüss Schatz, ich muss auf Arbeit. Und dann macht sie Instagram auf und sieht den Post. Also da muss dann eine richtige Trennung stattgefunden haben. Ich hoffe. Hä? Man munkelt ja jetzt, dass er eigentlich schon immer noch mit dieser Ex, mit der das Foto jetzt zusammen, gepostet hat, zusammen war. Und Georgina eigentlich nur so eine Liebelei gewesen sein soll, mit der er aber öffentlich im Fernsehen war. Also naja, für mich ist das Fame alles für komisch. Das Business. Fame für das Business und bleiben wir bei Fame. Mhm. Die beste Freundin hat Georgina bei ihrem Schatz Kubilein schlecht gemacht, schlecht geredet, hat nicht zu ihr gehalten. Und das, obwohl Georgina sie auch von den Partys abgeholt hat mit dem Taxi, wo sie nicht mehr konnte, sie aus den Clubs rausgezerrt hat, Geld gegeben hat, mit zum Promi-Boxen genommen hat, mit zum Hanekamp-Rennen und. Und das ist der Dank dafür? Was hast du gemacht? Du postest ein Foto mit deiner Ex. Du demütigst mich jeden Tag. Du beleidigst mich jeden Tag. Hast du mich krankenhausreif geschlagen? Hast du mir ein blaues Auge geschlagen? Geh zur verfickten Wiedersehenshow alleine. Guck mal, das ist für dich. Fick dich. Wer das komplette Video kann man auf Georginas Instagram-Account vielleicht noch sehen. Ansonsten switch mal kurz zu TikTok rüber, denn da ist in einer Minute ihre wirre Story zusammengefasst auf die grundlegenden Dinge, die sie dort äußert. Sie hat sich ja 20 Mal wiederholt. Aber ich bleibe immer noch Team Georgina. Ich hoffe, ihr wird jetzt geholfen. Sie, ja, sehr schlechte Zeit, Depression etc. Sie hat Kadalot schon mal im Rücken. Kadalot hat direkt gepostet, ey, bein doch diesem Idioten nicht hinterher, der dich geschlagen hat. Weg mit ihm. Ausrufezeichen. 10 Mal. Sie hat auch hoffentlich noch Desiree Nick an ihrer Seite etc. Ansonsten Claudia Obert, du, die wird ihr wieder helfen. Obwohl, das ist ja ganz schlecht, das ist ja Alkohol. Claudi, wenn du dich einschaltest, dann musst du dich selber zurücknehmen, weil das geht nicht mehr. Georgina hat selber gesagt, ich habe zu viel Alkohol getrunken, weil ich einfach so viel Frust habe. Also ich finde auch, ihr muss jetzt geholfen werden. Ich glaube, der Frau geht es wirklich nicht gut. Ja, so. Wir sind hier wieder durchgerasselt. Pau, pau, pau. Naja. Und wir enden mit einer guten Nachricht für euch. Also wer von euch noch nicht Ex on the Beach geschaut hat, der geht jetzt aber mal ganz schnell zu tvnow.de. Ja, und dann wirklich ganz ehrlich, ansonsten selber Schuld und Pech gehabt. Das ist also das sensationellste Format, wenn ihr noch so ein bisschen auf geilen, ehrlichen Trash steht. Ne? Mittlerweile melden sich ja bei Love Island alle an, die auf Instagram filmen wollen. Ich meine, du, ist das Haus auch voll mit Ex bei Ex on the Beach, aber die sind nicht alle nicht so professionell. Nee. Das ist einfach so. Die verlieren tagtäglich die Fassung. Puh. Es wird geschrien. Wir werden Gläser durch die Gegend geschmissen. Es wird sich geschlagen, Leute. Es ist, also jetzt sind noch nicht so schlimm. Es wird ja auch gebumst, das habe ich ja schon wieder komplett vergessen, weil das, selbst das ist eine Sache, die in den Hinterkopf gerät. Und Leute, wenn es so weit ist, dann muss man da reingucken. Guckt da rein und guckt, um reinzukommen, wenn ihr sagt, nee, ich 8 Folgen, ich weiß gar nicht, wann ich anfangen soll, guckt ihr bitte einfach unsere Zusammenfassung. Wie wär's denn damit? Die kommt dienstags. Wir sind jetzt bei Folge 5 und ab Folge 6, ich sag's euch, die Fetzen fliegen links, rechts, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Vielen Dank fürs Zusehen, wollte ich jetzt noch sagen. Ja. Wir haben gestern übrigens unsere Zusammenfassung zur ersten Folge Bachelorette gepostet, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben sollten. Alle Kandidaten findet ihr von uns nochmal in unserer Highlight-Story. Und morgen gibt es Temptation Island VIP. Es ist ja noch nicht Hart, ich bin richtig aufgeregt. Da muss ich sofort reinlunchen, deswegen müssen wir jetzt ja auch mal abbrechen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich muss jetzt Temptation Island VIP gucken. So, also Leute, Hausaufgaben. Ex on the Beach für nächste Woche und Temptation Island VIP bis morgen. Und uns überall folgen
und liken. Instagram, TikTok, YouTube und bei Facebook über Tag24, denn wir sind powered by Tag24. Immer wild. Gut, alles klar. Ich kann nicht mehr. Ich höre Stunden klingeln. Du bist Tafeldienst. Tschüssi. Oh nö.